Boah, direkt mal gehauen hier. So. Damit ein herzliches Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. So, letztes Mal haben wir hier in Meridian aufgehört. Genau. Hatten wir ja hier diesen Dieb da. Schwer, glaube ich, zugebracht. War das letzte Mal? Ah, schweißet den mal, ehrlich gesagt. So, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wir haben hier noch ein paar Nebenquests, da noch ein paar Nebenquests. Ich würde sagen, dass wir die annehmen. Schon mal. Und ich mich dann quasi dann hier auf dem Weg nach Scheuerfels mache. Damit wir heute auch ein bisschen hier in der Main Quest auch ein bisschen weiterkommen, leichte. So. Lass mal sehen. Also da oben in 30 Fuß haben wir die nächste Quest. Gucken wir mal, was der von uns hier möchte. Der entschuldigt jetzt kurz noch die ganzen Ruckler hier. Der ist noch die ganze Stadt wahrscheinlich am Rändern. So. Wo komme ich denn hier hoch? Jetzt mal gucken. Hier haben wir nur einen geheimen Loot-Vorrat. So. Nee. Hör mal, wie komme ich denn da jetzt hoch? Kann ich irgendwie. Da muss ich von außen irgendwo hochklettern. Ich bin wach. Und wachsam. Aha, das sollen wir dir mal glauben. Dann machen wir das mal. Oder geht das noch nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie muss man ja da hochkommen. Und ich sehe jetzt auch gerade nichts, wo man gerade. Ach, hier. Ja, meine Treppe, dann laufen wir direkt mal hoch. Mit einer geheimen Loot. Sehr schön. Ach, was haben wir denn hier? Ein Hörsaal oder was das auch sein soll. Oh, das sieht mir aus nach einem Heiligen. Lass uns mal mit dem hier ein bisschen quatschen. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Der Traurige auch noch. Aha. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Aha, was denn für Hindernisse, hör mal. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel. An einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht grauhaarig der an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Und warum soll eine Fremde helfen? Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja, und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh, das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. So, okay, dann. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu Ehre ehrt uns alle. Genau, müssen wir jetzt hier nicht ewig lang quatschen. Müssen wir nämlich auch noch was schaffen, ja.
So, und war die... neue Quest? Ja, okay, komm. Nehmen wir den anderen mal an. Laufen wir jetzt mal Richtung Scheuerfels, würde ich mal behaupten. So. Ist aber echt versteckt hier. Hör mal. So. Müssen wir erstmal hier wieder aus der Stadt hinaus. An den ganzen Leuten hier vorbei. Mein Angebot wird dich überzeugt. Na, das glaube ich nicht. Heute bin ich auf Angebotssuche. Genau, stillgestanden. Wir haben auch die Händler. Bringen ihr Obst nach draußen. Sieht doch immer wieder wunderschön aus, nicht wahr? Hm. Herrlich. Ja, das glaube ich nicht. Am Gähnen und dann schreien, ich bin wach. Da rede ich aus Erfahrung. So, dann rufen wir mal unser Reitgefährt. Sieht's pfeiltechnisch aus? Ja, haben wir noch ein paar. Ja. Diesen Teil mag ich besonders. So. Wo ist unser Pony hier? Nein, hier. Nein. Was andere Stämme so treiben. Ja, aber. Ich kümmere mich um meine Angelegenheit. Also doch. Und einmal aufspringen. Meppa. Und ab in die Ferne. Was ist hier unten eigentlich? Genau. Stallklippen. Gehen wir mal raus. Einmal den Schnellspeicherpunkt freischalten. Dann quatschen wir mal mit dem hier. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord! 5 Nachtwächter geschreddert, wie Weißkohlen, hier im Steinbruch. 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Mhm. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Oh, mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Oh, Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Tja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Hm? Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Boom. Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steine rücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Okay. Ich weiß, was sie umbrachte. Eine Maschine, die in der Erde haust. Man nennt sie Steinbrecher. Sie werden von lauten Geräuschen angezogen. Das Sprengen von Felsgestein. Eine Mordmaschine im Gestein. Toll. Was im Namen der Sonne soll ich dagegen unternehmen? Nur abwarten. So etwas ist meine Spezialität. Aha. Wunderbar. Das Questmenü zu öffnen. 5 Wachen wurden, ja, suchen nach Hinweisen, wer die Wachen getötet haben könnte. Da ist der direkt hier, ne? Gucken wir uns das mal direkt an. Oh, das ist schön. Gucken, wie ich jetzt herunterkomme. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Wie komme ich jetzt hier runter? Lass mal sehen. Hier irgendwo muss bestimmt runtergehen. Vielleicht hier außen rum. Hm.
Ja, das scheint mir auch nicht der originelle Weg zu sein, aber ich gehe hier mal lang. Da unten sehe ich direkt schon ein paar Heilpflänzchen. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Ja, das glaube ich auch. So. Hier liegen auch Maschinen im Steinbruch. Ja, ja. So, untersuche den Haufen und suche den Sprengstoff. Soll das so wackeln? Das war's mit meinem leisen Auftritt. Hä? Ein Wurm! Erlege den Steinbrecher, was? Boah, was hat denn für ein Vieh? Renn, ey, Leute, renn! Ah, er war zu spät. Aua, es hat weh getan! Ah! Ich bin noch ausgewichen. Wie hat er mich denn getroffen, du? Ja, auf jeden Fall, next Skills, diese Ausweichrolle ist ja blöd bei so großen Viechern. Er geht direkt wieder unter die Erde, ey. Falschen machen. Ah, Mann. Boah, was? Bullt sich ein, bullt sich wieder aus, ist tot. Oh Mann, ey. Eisschock, Steinbrecherlinse. Nehmen wir alles mit hier. Oh Mann, ey. Wir dürfen uns gleich wieder Heilpflanzen sammeln gehen. Das will ich mir aber daher mal nochmal angucken. Aber wir haben ja gerade ein Level abbekommen, ne? Machen wir direkt hier das hier. Und als nächstes dann das Ausweichtalent für eine lange Ausweichrolle, genau. Dann hoffe ich, dass das unsere Überlebenschancen etwas erhöht hier. Hier ein Blümchen. Da noch ein Blümchen. Lächter plündern wir jetzt nicht, aber da hinten war ja dieser komische Kristallhaufen. Den möchte ich jetzt nochmal geguckt haben. Genau, der hier. Dauert nämlich schon mal länger. Achso, der versinkt jetzt. Ich dachte, jetzt kommt wieder ein neuer. Oh Mann. Was sonst noch so diese Haufen? Nein, ist noch was. Lass mal sehen, sieht auch wieder nach einer Loot Crate aus. Gutachten. Nicht gerade wenig. So. Wo? Ach, die paar Fässer da oder was? Naja. Okay. Dann können wir das direkt abschließen hier. Guck mal, da auch wieder ein paar Punkte dazu. So. Einmal wieder hier hoch. Ach, hier war der Weg also. Okay. Der offizielle Weg. So. Okay. Sagen wir mal dem Kerl Bescheid, dass wir das Vieh erledigt haben da. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Oh, der hat bestimmt. Ja, der hat zugeguckt.
So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo, und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Hm. Ich mag die mit dem Blut auf Stein. Nebenquest abgeschlossen. So, dann mal weiter hier. So. Das ist jetzt einfach den Weg folgen. Ist da oben hin quasi. Ja, okay. Boah, den lässt sich aber schwer steuern, ey. Hör mal, was machst du hier eigentlich? Was knallt denn da so? Ach, diesen. Ja, da laufe ich einfach dran vorbei. Ja, sei still. Was war das denn? Harter Fremder. Wo ist denn hier Ballon? Einfach. Er wird ja von einem Vogel verfolgt. Boom. Jetzt hat er meinen Pony zerstört. Rexo. Brauche ich noch. Zack. Und er liegt. Ist erledigt. Ah, das machen die schon, ja. Dann nutze ich gerade mal die Chance und sammeln hier noch ein paar Heilpflanzen. Wenn wir da auch wieder ein bisschen voll werden. So. Da müssen wir also lang, okay. Ich war zufälligerweise da manchmal. Nehmen wir natürlich hier die günstigen Pfeile. Zack. Oh, sogar was Blaues. So, lass mal sehen. Fischhau, das ist gut. Gutes Fleisch. Gutes Fleisch. Ja, da hast du wohl recht. So, lass mal sehen. Laufen wir jetzt erstmal den Weg hier entlang. Sammeln. Was? Wer? Wo? Keine Ahnung. Flüstert mir gerade wer ins Ohr, aber egal. Was haben wir da hinten? Läufer, okay. Dann sehe ich schon Plünderer. Können wir aus dem Verborgenen ausschalten? Da kann ich schon überbrücken. Ich weiß es gar nicht. Kann ich überhaupt schon zu mir rufen? Mal sehen. Nee, muss ein bisschen näher ran. Einer hat mich schon gesehen. Soll er mal herkommen? Hm. Nicht. Wenn er sich jetzt umdreht, dann hätte ich eine Chance, den vielleicht zu überbrücken. Wenn ihn überbrücken schon können. Ansonsten einfach ein stiller Schlag. Ah, probieren wir das mal. Ja, was war das denn? Ja, was war das denn? Mal sehen. Oh ja, überrücken. Dann rein damit.
zack. Bin ich mal gespannt. Er hat gegessen. Das gilt dafür nicht die Viecher. Zack. Das ist doch schön. Genau, machen wir für mich die Viecher da kaputt. Aua, nicht mich. Ach, wie. Verlieren. Ah, macht er schon. Kommt nur dafür jetzt keine Pfeile. Oh, never mind. Munition leer. Tag. Gut. So, und der nächste. Nehmen wir dann noch alles mit. Oh, okay, also Plünderer können wir jetzt auch überbrücken, das ist gut. So, nehmen wir da noch was mit. Blauer müssen wir noch was sehen. Können wir Feuer verkaufen. Zack, einmal hier. Einmal hier. So. Ein weiterer Text. Auf der Seite scheinen nicht viele Heilpflanzen zu sein. Und auf die andere. So, hier haben wir eine Bäumchen. Ein Hase rumlaufen. Wir brauchen eh noch ein paar Felle. Zack. Da rennt er auch, fand auch noch was, ein Waschbär. Zack. Sieht immer aus wie gelb, ist aber grün. Hm. Sehr nahrhaft. Oh ja. So. Fuchs. Erwischt. Wildtier. Kill. So. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Ja. Haben wir noch ein Lagerfeuer, war das aktiviere ich noch eben schnell. So. So, das haben wir dann auch. Nochmal eine Heilpflanze. Zack. Ja, so ist das, ne? Was haben wir da hinten? Das sieht mir aus wie... Krokodile, ja. Ah, den legen wir uns jetzt nicht an. So, dann haben wir noch ein Jagdgebiet, aber das machen wir später, wenn wir ein besseres Equipment haben. Fangen wir mal mit dem Nora-Jagdgebiet an. So, was haben wir denn da rumlaufen? Breitkopf. Du hast mich nicht gesehen. Ich würde gerne jetzt eine Rolle da drüber machen. Ich weiß aber nicht, ob der da mich sieht. Zack, einmal. Ich will wieder im Busch verstecken. Was machen die jetzt? Den Treffer? Ziemlich faszinierend, ja, wenn ich gerade nach mir suchen würde. Ne, scheint nicht getroffen zu haben. Ah. Still. Der hat aber getroffen. Bumm, jawohl, der hat gesessen. Oh. Hold up. Wow, jetzt häng ich im blöden Ecke. Also. Und einmal einen Schlag zurück.
Fahrtkontrolle ausgeschaltet. Oh, nicht so schnell hier. Zack, und den nächsten. Und ausgeschaltet. Sehr schön. So, schnell mal hier die Gegend auch zum Schrottplatz verwandelt. Ein paar Namen sind natürlich auch wieder zerfetzt. Naja. Kann man nichts machen. So. Ich gehe gerade hier am Rumlaufen, ein bisschen Heilung zu sammeln. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Genau. Lagerfeuer entdeckt wieder. Wer macht denn da wieder so Geräusche? Schnapp mal. Ami, Ruhe. Beilaufen. Feuer. Einfach laufen, laufen, laufen. Ah, 900 Fuß noch. Maschinenareal entdeckt. Trampler. Okay. Wo denn? Ach, da. Trampler. Hm. Die machen die Geräusche anscheinend. So. Ich komm hier raus. Gut dran. Treffer. Und noch eins. Zack. Jetzt halt doch still. Zack. Und noch ein. So, so. Bäumchen, Bäumchen. Dann schon mal alles hier, das nehmen wir dann natürlich mit. Da ist eine verdorbene Zone. Können wir auch direkt machen. Dann haben wir das auch nicht mehr zu tun. Später. So. Solange es nicht wieder so Abfuck-Viecher sind wie letztes Mal. Ah, komm. Kugel. Ah, verdammt. Kein Holz. Ja, jetzt haben wir hier noch 1300, 1320, ja. Sägezahn. Ah. Innenareal Sägezahn, also. Hm. Ein Panzerwanderer. Der dahin laufen will. Dann haben wir diese komischen Vögel. Knappmaul. Oh Mann. Lagerfeuer. Na, scheiße, jetzt nicht irgendwie den anlegen soll. Ist keiner da. Zweifel nur ein Fehler in eurem System. Ah, der hat mich gesehen. Hat... Oh, nee, 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 nicht so schnell hier immer. Bumm. Kommt da noch entgegen, hör mal. Zack. Ein Steinbrecher. Nee, 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 hör mal. Damit haben wir aber jetzt nicht gerechnet, hör mal. So nicht. Hau ab. Steinbrecher, ey. Genau, greif die an. Oh. Ah.
Mann, ey. Ja, doch, so grob die Steinbrecher sind das. Naja, das ist noch mehr Abfuck als die anderen. Ich glaube, ich muss hier aber besiegen, wenn ich hier durch will, wa? Kämpfen dahin auch gegen die andere Maschine, ist auch cool. Schon kriegen die gleich mal so drin. Hat er nicht gesehen, scheiße. Oh ja, 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 nicht gesehen. Und los, auf geht's im Kampf. Boah, komm, lass mich weg. Boom. Ich bin gerade echt scheiße. Schnapp mal auch noch. Ey, komm, hau ab. Ich hab doch keine Zeit. Genau, mach das Ding kaputt. Sehr schön. Au! Boah, ey. Ja, das war jetzt aber ein bisschen zu viel. Die komischen Vögel, Schnappmaul und dann kommen auch diese Gruppen. Oh. Willst du das alles machen? Also Leute, das machen wir mal ein andermal. Weil da habe ich jetzt keinen... Geduld für da mich jetzt stundenlang da rum zu prügeln. Jetzt lauf. Lauf um dein Leben. Du wirst da hinten nur scheppern. Dafür brauchen wir noch die benötigten Skills. Boah, ich will mich nicht umdrehen. Lauf einfach, lauf. Zone kommen wir wieder, ey. Und das mit den Verderbern war ja schon schlimm genug, aber das. Viele im Weg. Ja. Ne, komm, lauf einfach vorbei. So, run. Jot. Nochmal ein Trampelareal. Fängt sie auch noch an zu schneien. Sieht es jetzt wieder aus wie im Nora-Gebiet. Stürme. Okay. Hier haben wir schon wieder eine Siedlung. So. Hier einmal schnell speichern und weiter im Text. So, lass mal sehen. Heilkräuter nehmen wir natürlich mit. Dem nicht kalt ist er. Das hier muss Scheuerfeld sein. Marats Agent sollte inzwischen am Marktplatz angekommen sein.